Hallo und willkommen zurück, meine lieben Strategiespieler und Wikingerfreunde zu Cultures, der Deckung Vinlands. Ja, wir starten wieder im Pausemodus, weil wir sind immer noch in der Höhle der Offenbarung oder der Höhle des Wehklagens, klingt wahrscheinlich besser. Sind ziemlich arm verhungern. Deswegen wir mal die Pause ausmachen und die Leute essen lassen. Okay. Während von da oben neue Feinde kommen. Ach, und so wie es aussieht, ist hier unten Sackgasse. Ja, ist es. Okay. Jawohl. Ja. Ja. Dort. Ja. So, wem fehlt noch was? Dir? Du könntest noch was vertragen. So, und dann gehen wir mal weiter. Also erstmal überspeichern wir den Spielstand, dass wir nicht nochmal essen müssen, falls wir den falschen Weg gehen oder in die Kacke laufen. Ja, so wie das aussieht, kommen wir dann hier oben raus. Nein, nicht ganz. Wir laufen wohl hier gerade einmal im Kreis. Kann das auch sein? Wenn wir hier einmal im Kreis laufen, dann sind wir komplett falsch. Einmal im Kreis. Einmal falsch. Okay. Laden wir wieder das hier. Ihr seid alle einigermaßen satt gegessen, ja. Okay, also der Goldweg ist der falsche Weg. Oh, warte mal kurz. Laden wir noch mal das hier. Gucken mal. Wo waren wir hier gerade? Hier. Gell? Ja, wir waren dort. Da oben sind Gegner, da unten war eine Sackgasse. Das heißt, wir hätten den Weg hier runter, zu dem würden wir auch leicht kommen. Ach je, wie geht ihr denn jetzt? Egal, lasst uns erstmal gucken, was in der Richtung noch ist. Ob da noch was ist überhaupt. Wenn nicht, können wir den anderen Spielstand laden, der uns hier starten lässt. Hier hochgehen. Oder wir hauen uns noch mal durch die Gegner durch. Sind ja nur drei.
Wir können uns vorher nämlich noch an den Bären hier satt essen. Bis zu denen sollten wir es schaffen. Ja, ohne Probleme. Erstmal will ich aber wissen, was hier ist. Weil man könnte auch hier runter noch und hier oben waren wir auch noch nicht. Ja, und ganz ehrlich, wenn wir... Okay, sagen wir eine Dreiviertelstunde. Also noch diese Folge und die nächsten beiden. Wenn wir es dann nicht geschafft haben, versuchen wir es mit Cheaten. Oh, und alle sind hundemüde. Also ja, mit Cheaten meine ich, ich decke einfach mal die Karte auf und gucke, wo wir hin müssen. Weil ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ihr auch noch großartig viel Freude dann habt, wenn ich die ganze Zeit durch diese Höhle irre. Auch wenn ich sagen muss, dass bis jetzt die... Ach, da geht's gar nicht weiter. Ah. Okay. Also laden wir den Spielstand hier. Genau, jetzt sind wir hier. Ah, laden wir noch mal kurz den hier, dass ich gucke. Also hier oben sind wir lang gegangen. Hier können wir noch nach oben. Dann gehen wir da mal nach oben. Gut. Vielleicht kommen wir ja da oben lang. Nee, ich glaube, das ist da lang gewesen. Okay, wieder eine Sackgasse. Sollte sie eigentlich alle mal hier schlafen lassen. Ah ja, gut, sie legen sich alle schon hin. Ihr zwei auch bitte. Das da sieht auch wie eine Sackgasse aus. Auf der anderen Seite gibt's Bären. Jo, Sackgasse. Okay. Hier klingt das Vogelzwitschern irgendwie lauter. Versuchen wir mal dahin zu kommen. Genau, nützt den Höhenvorteil, ballert sie ab.
Stout. No stout. So, wir haben hier Essen, das sollten wir auch nutzen. So. Alle mal futtern. Speichern wir hier mal neu. Jetzt laden wir noch mal kurz den alten Safe hier. Ja, hier unten sind wir nicht lang gegangen. Gut. Gut zu wissen. Dass wir hier Indianern begegnen, könnte auch bedeuten, dass wir auf der richtigen Spur sind. Es könnte aber auch bedeuten, dass wir hier wieder in eine Sackgasse laufen. Sieht aber nicht danach aus. So, du gehst dahin. Ja, will. Sag bloß, du kannst den Bärenbusch nicht erreichen. Ja, das ist doof. Egal. Okay, das hier oben sieht mal wieder aus wie eine Sackgasse. Ist aber keine. Hier gibt's wieder Bären. Sehr gut. Oh, sogar sehr viele. Jetzt mal nach denen gucken, die etwas ausgehungerter sind. Und den Rest schlafen schicken. Hier sind wir nämlich gerade sicher, denke ich mal. So, den Spielstand wieder überspeichern. Okay, Sackgasse. Kann sein, dass wir wirklich den Weg gehen müssen, weil der führt auch in eine Sackgasse. Gut.